Kümmern wir uns erstmal um das Auto hier. Das ist wieder rechtlich geparkt. Weg damit. Ich guck erstmal, was da was drin ist. Ich meine, das kommt sowieso weg. Aber vielleicht ist ja was Nützliches drin, dann behalte ich das, was da drin ist. Ja, ich habe auch mal die Hoffnung, dass ein MK1 oder so drin ist. Ah, mal sehen, das haben wir gleich. Ich sterbe bald, bitte schnell, Ich ja. meine nicht MK1, ich meine eine große Bohrmaschine. Ach so, der Bohrmaschine, ja, ich bräuchte auch mal eine neue. Warten Sie mal kurz. Na, wie finden Sie meine Bohrmaschine? Oh, die ist aber schick. Aber wenn ich... Machen Sie mal an den LKW da hinten eine. Führen Sie mir das mal an den LKW da hinten vor. Montieren Sie mal den Reifen ab. Oh je, der Bürgermeister das hört. Das hört er nicht. Meinen Sie? Sie sollen mir doch nur helfen, den Reifen abzumontieren. Da hat doch niemand was dagegen. Ich mein, helfen darf man ja wohl noch. Und wenn ich da jetzt mit der Hand beigehe, mit meiner kleinen Zange da, da bin ich ja 100 Jahre bei. Aua! Hoppala, Ah! sorry. Aha! Ah. Das war falsch. Das war richtig. Ihre Bohrmaschine Tut mir tut leid. ganz schön weh. Naja, Ja, und die ist ja auch schwer. aber kann Ich ja mal muss mich passieren. entfernen. Naja, denn ich halte mal den Reifen fest, nicht dass der umfällt, wenn Sie ihn abmontiert haben. Der vordere? Der da. So, oh, Schraube Nummer 1. Okay, jetzt kommt die nächste. Schraube Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Ach, 8 Schrauben hat das Ding. Alles klar. Ja, sehr Oh, stabil. oha. Da müssen auch gleich die Bremsen gemacht werden. Nee, ich muss erst mal gucken, wem der LKW überhaupt gehört. Aha, ich meine, das Fahrzeug ist sowieso wieder rechtlich abgestellt, davon mal abgesehen. Aha, den gehört das also. Naja. Ich guck mal kurz, ob was drin ist und der brauche ich das gar nicht reparieren. Oh, das hat nie jemand gesehen. Die große Baumaschine. Vor allen Dingen hat auch niemand gehört. Richtig. Da ist ja, das Ding ist ja komplett voll. Echt? Warten da drin? Da ist, das scheint ein Kohletransporter zu sein. Also Kohle in Form von Geld oder Kohle in Form von Kohle? Kohle in Form von Kohle. Das ist aber traurig. Steckt sogar noch eine Spitzhacke mit drin. Oh je. Kann man auch wieder für 53.000 im Auktionshaus verkaufen. Wird sich bestimmt ein Käufer. Naja, eigentlich muss ich das nicht tun, aber ich werde jetzt den Halter kontaktieren, dass er bitte sein Fahrzeug umparken soll, andernfalls schleppe ich das ab. Eigentlich kann ich jetzt gleich sagen, okay, die Kohle behalten. Ach, da ist ja schon der Halter. Ja. Oder ist er das? Hallo, Sir. Weiß ich nicht. Hallo. Wissen Sie, wem der LKW da gehört?
Ich glaube, er ist nicht gesprächig. Oh, sorry, falsche Stimmbahn. Ja. Ja, ist meiner. Wie hat er meinen Reifen hier kaputt gemacht? Nee, als ich Nein, du musst deinen ge. Reifen abmontieren. Er hat einen Ach so, Platten. okay. Ja, Ich hatte war einen ein großen Platten. Bohrmaschine. Da waren Platten dran und dann hab ich gesagt, machst du schon mal ab den Reifen. Aber dann ist mir eingefallen, das Fahrzeug ist sowieso falsch geparkt. Warum soll ich das Dingens reparieren, wenn ich das sowieso abschleppen tu? Ihr seid der Plattenspieler. Aber dann Ach, Pust. hat er das gerade ernsthaft Nee, gesagt? ich. Ja, wenn ihr mit Platten spielt. Ich bin weg. Nee, Jungs, ich fahre gleich weg hier. Sobald ich meinen Reifen habe. Ja, wie? Ihr spielt doch mit Platten rum hier. Mein Plattenspieler ist zu Hause. Da hab ich auch eine Menge Plattereifen. Mit denen spiele ich auch immer. Ja, normalerweise habe ich immer meine Frau dabei, die ist dann fürs Aufblasen zuständig, ne? Ach so. Ja, die ist jetzt Das gerade in wird hier nicht Meerbusch besser, und die habe Leute, ich nee. entsorgt. Ja, dann übernehme Die hat ich das Meereskorbplatten. Blasen. Ja, okay. Aber nur am Reifen bitte, wenn es geht. Was? Natürlich den Reif. An was haben Sie denn gedacht? Reifen, Platten, Na, natürlich nur. dann hol ich mal mein Blaswerkzeug. Brauchen wir wieder meine große Bohrmaschine? Nee, zum Blasen brauche ich die nicht. Nur zum Entblasen. Okay. Okay. Robert, wir brauchen noch was zum Löcher machen, oder? Plattenspieler. Ah, wer hat das gemacht? MK1. Waren 8 Schrauben drin. Er war ja Direktor. Wollte ein bisschen Spaß haben. Oh je. Geht, mir nichts an. Ich glaube, die Türen gehen. Das ist da ohne Tür, oder? Richtig. Das ist ein bisschen dicht dran. Sir, was parken Sie so dicht an mein Auto? So. Machen Sie mal die Hecktür auf dem feigen Stückchen rein. Dann passt es. Ach so, Moment, das haben wir gleich. Ich glaube, das ist der ohne. Oh, Ich glaube, die falscher ohne. Gang! Ah. Ist hinter dem mit und ohne Hecktüren. Ach, das wäre fast schief gegangen. Da hatte ich noch den Rückwärtsgang drinne gehabt. Huh. So. Jetzt wenn Sie noch einen Tisch hätten, dann könnte man hinstellen hier. Dann hätte man einen Hecktisch. Moment, ich hab da was. Oh, nee. Ein, was haben wir? Ich hab nicht zugehört. Wenn wir dann, Ich sagte, der hat wenn wir gemeint, hier wenn wir ein. dann. Okay, sag du ruhig. Ja, bitte. War ja deiner. Wenn Sie da einen Tisch hinstellen würden, dann hätten wir einen Hecktisch. Das ist ein cooles Blaswerkzeug. Sind Sie Staubsaugervertreter? Heinzelmann? Wo Heinzelmann nur blasen kann? Oder wie heißt es? Ich glaube, das Niveau ist gerade unter die Fußmatte gefallen. Ein Hecktisch. Geht's Ihnen gut? Können Sie mal Ihre Bohrmaschine auspacken und den so lange umknüppeln, bis ich fertig bin? Das ist aber nett. Also nicht nett. Ich meine, Sie haben doch gefühlt, wie das ist mit der Bohrmaschine am Ja, Kopf. aber Ist gut so. ich meint Haben Sie einen vergessen, was Sie machen Hecktisch. wollten? Sie wollten das Ja, hektisch natürlich ein machen? Hecktisch. Sie können da vorne schon an seinem Fronttisch. Oder eine Seite, ein Seitentisch. Ich dachte, Sie hätten vergessen, was Sie machen wollten. Da gäbe es was von Ratiopharm. Arzneikübis heißt es.
Ich glaube, das muss ich ihm nicht sagen. Er ist ein Mann vom Fach. Ich habe es vergessen, in dem Alter, man weiß ja nicht. Ja, doch, der ist doch ganz fit. Ja, das ist eine Türe, genau. Das ist ihr Auto. Der braucht jetzt eine Infusion. Okay. Ja, Okay. ne, das ist das Blaswerkzeug. Ach so, das Blas. Okay, verwechselt. So. Können Sie mir da ins Handschuhfach tun? Während der Fahrt vielleicht oder so? Ja, mal sehen. Haben Sie die 8 Schrauben aufbewahrt? Ich natürlich habe die hier in der Hand. Moment. Ach, gut. Ich habe nämlich keine Ersatzschrauben dabei. Na, nicht runterfallen lassen. Die findet man doch so Okay. schlecht wieder. Ja, Na toll. dann packe ich sie mal Schlitzkanne, in das ist meinen eine Rucksack. Schlitzschraube. Jetzt haben wir nur noch 7 von 8. Naja, passt auch. Wird schon halten. Ja, sie stecken die Schrauben immer nach und ich drehe immer rein, ne? Okay. Ja, und Blasen nicht vergessen. Obwohl, nee, brauchen wir gar nicht. Ich hab ja das Blasinstrument hier. Ja, Moment, wohl sagen. wir machen erstmal den Reifen ohne aufgeblasen drauf. So. Da ist der Reifen und jetzt stecke ich das Blaswerkzeug rein. Pix! So. Problem ist nur, wenn Sie das jetzt rausziehen, haben Sie wieder einen Platten. Ach so, da muss ich mit dem Ding fahren jetzt hier, oder was? Mit dem Blaswerkzeug dann dahin. Genau, das muss jetzt immer Okay. mit. Das ist kein Problem. Kann man das Blaswerkzeug woanders anschließen irgendwie? Nee, das ist hier jetzt schon da angeschlossen, weil ich das jetzt wieder rausziehe. Einsatzleitung, bitte kommen. Und Ich dachte nur, wenn es mal während der Fahrt langweilig wird oder so. ach Aber meine Fahrer so. habe ich ja nicht mehr. Ah ne, hier ist noch ein Schlauch. Da können Sie sich auch noch dran anschließen. Suchen. Charlie für Rohrreiniger. Einsatzleitung, bitte Einen kommen. Moment, die Herren, ich muss mal kurz funken. Charlie hört, komm. Können Sie bitte die Kabelfabrik anfahren? Kommen. Vorsicht mit dem Funken, Ja, hier sind mach brennbare ich. Stoffe, ne? Nicht, dass sie Komm. explodieren. Sofort sie mit den Funken. So verstanden. Kommen. Ja, komm. Sehr schön. Finde ich gut. Kommen. Ich komme, komm. Kommen Sie bitte leise. Kommen. Ich bin schon am Kommen, komm. Das tut mir sehr leid. Ende. Endlich! So, ich war vorsichtig mit den Funken. Hier ist nichts in Flammen aufgegangen. Okay. Ich dachte nur. Oh, naja, Ich habe den die Feuerlöscher in der Herren, Hand. seien Sie vorsichtig. Wie gesagt, nicht raus, sonst haben Sie wieder einen Platten. Ich muss jetzt zu einem Einsatz. Ich wünsche Ihnen den schönen Tag. Die Reparatur geht aufs Haus. Ja, Und aufs Haus. auf Würde ich mich. nur Was für ein Haus? aufpassen. Auf Auf mich. Ihnen? Ja, dann lege ich mal hin, dann lege ich das auf ihn drauf. Okay. Ich bin weg. Tschüss. 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 Aber du musst aufpassen, wo du lang fährst. Ich Weil nur passe manchmal so ein paar immer Kreisel auf. hast du ganz schnell Achso. deinem Profil. Oh, irgendwas rauscht hier. Irgendwas stimmt ja nicht. Bei mir? Denk an werbefreundliche Inhalte. Ach, das ist alles werbefreundlich hier. Alles werbefreundlich. Aua. Alles werbefreundlich hier. Also ich weiß gar nicht, werbefreundlicher geht's gar nicht. So, weiter geht's. Kleiner Zwischenfall.
Hallo, Sir. Guten Tag. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Ich packe keine Liegen aus, weil ich keine dabei habe, da unsere neuen Liegen extrem kacke sind. Deswegen auf dem Boden Okay. ist ja alles sauber hier. So, das piekst Ja, jetzt das ganz macht schon. kurz. Achtung, pieks. So, fragen Sie Ah. mich nicht, was das hier für eine Flüssigkeit ist. Das ist irgendwas, womit es Ihnen gleich besser geht. Ich Okay. würde sie noch ein bisschen massieren, damit das nicht so schmerzt. So. Ja, danke. Machen Sie mal. Der beste Umfaller. Oh. Der beste Umfaller. Was ist los heute? So. Hier noch ein bisschen. Schon viel So. besser. Ha, das freut mich zu hören, Sir. So, können Sie aufstehen, Sir? Heinz Warte, ich probier's Hansen. mal. Ah. Oh, Vorsicht, Sir, ich war noch gar nicht bereit. Können Sie sich wieder hinlegen und warten, bis ich bereit bin? Wie Sie wollen. So, jetzt bin ich bereit. Drei, zwei, Drei, eins zwei, und eins. hoch. Oh. Und ja, und Sie. sehr gut, Sir. So. Super. Gut, Ah, Sir. geht schon. Dann, ich weiß, ich liegt hier noch ein, ist hier noch ein Kollege von Ihnen? Ja. Gut. Eigentlich lag hier noch irgendwo ein Kollege von mir, ja, aber ich weiß nicht wo. Aber ich weiß wo. Wollen Sie mitkommen? Sie können sich auch, wenn Sie hinten einsteigen, noch mal ein bisschen hinlegen. Ja, ganz gerne. Nein, Sie müssen von hier einsteigen. So, auch schön ordnungsgemäß absperren hier. Ich suche den Kram hier. Da, den Kram. Was ist denn hier überhaupt passiert? Ja, wir wurden, also ich habe hier gewartet auf einen Freund, der eine Ladung Dingsen hier, Plastik hergebracht hat zum Verkaufen für die Kabelfabrik und ich habe halt hier gewartet auf ihn, um ihn zu beschützen. Ah, Ja, und dann so. wurden wir von der sogenannten UN-Gruppe überfallen und die haben uns halt einfach niedergeballert, ne? Ach so. Ich habe halt Hallo, versucht, mich zu Sir. verteidigen, aber Richard? Sir, ich glaube, der ist Ja, eigentlich. kannst du reden? Ah. Ein wenig. Ein wenig kann er Mein reden. Dies. Du glaubst aber. Da glaubt aber viel Wieso hast du zu dich? Wieso einfach. hast du denn weh? Sir, Meine Beine tun weh. Kannst du ja, reden? warten Sie nicht, Ich habe auch eine bewegen. Schnittwunde. Bleiben Sie genau so sitzen. Moment. So, das piekst jetzt ganz kurz. So. Pieks. So. Das ist irgendeine Flüssigkeit. Da geht es Ihnen nachher wieder viel besser, Sir. So. Ich massiere aber trotzdem noch mal ein bisschen. Kann sein, dass das ein paar schmerzhafte Nebenwirkungen hat. Kann Krämpfe auslösen. So. Einmal hier noch mal ein bisschen drücken. So. So. Ah, Jetzt ist wieder gut. Mensch, da stehen Sie ja schon Fast wieder. wie neu. Gerade wie eine Kerze. Fast wie neu. Ja, Fast fast wie wie neu. neu. Naja. Fast. Was kann ich da machen, dass aus dem fast ein nicht mehr fast wird? Naja, also, soll ich Ihnen was sagen? Sagen Sie Als ich mal. wohl gerade gestorben bin, muss meine Waffe den Berg runtergerollt sein. Und die hat 300.000 gekostet und ist jetzt weg. Die muss denn da irgendwo hier liegen. Ja, ich weiß aber nicht ganz genau wo. Vielleicht ist sie ja noch hier rüber geflogen.
ist sie auch kaputt gegangen, als sie hier rüber geflogen ist und hier runtergefallen ist. Na, das kann auch sein. Ja, ich glaube, ich sehe da unten ein Einzelteil. Na, ich guck mal nach. Tun sie sich nicht weh? Ich tu mich sie doch sind nicht, nicht weh. Um sie... Moment. Ja, gut, könnten ich Sie schon. Mir einen Gefallen tun? Können Sie mal hier hinkommen, wo ich jetzt stehe? Und dann mal runterspringen, dann weiß ich, ob man sich doll verletzt oder nicht so doll. Aua, aua, mein Bein ist gebrochen. Okay, dann weiß ich, dass ich nicht runterkommen muss. Viel Spaß da unten, tschüss. Ey, ich brauche Hilfe, Hilfe. Dann rufen Sie doch den THW, der ist dafür zuständig. Naja, ich pack mal die Sachen ein und fahr mal weiter, ne? Ja, machen Sie mal. Ja, haut jetzt ab, Richard. Tut mir leid für dich. Ich bin schwer verletzt in der Kabelfabrik. Huch. Vorsichtig! Da sind Steine! Oh fuck! Warum ist der jetzt explodiert? Scheiße! Hallo! Sie kommen aus dem Feuer! Ja, ich bin ein Geist! Er ist ein Geist! Muss mir helfen. Warum? Da war nix gut. Kommen Sie mit, setzen Sie sich ans Lagerfeuer. Ihr Bein ist gebrochen. Sie? Soll ich Ihnen was ein Angebot machen? Sie heilen mich und ich nehme Sie mit zum Flughafen. Dort kann sie an Ihrer Autogarage. Okay, das nenne ich einen Deal. Moment, dann guck ich mal, was ich noch so da in der Tasche hab. Mal sehen, meinen Koffer hab ich immer dabei. Mal sehen, was da noch so drin ist. Ach, alles benutzter Kram. Ach, das sieht noch ziemlich unbenutzt aus. Moment. So, gleich haben wir das. So, hier nochmal ein bisschen mit Spucke. So, dann hält das auch. Oh, schon viel besser. Mein Helikopter steht hier vor. Ich hoffe, Frau Alex hat das nicht mitgekriegt. Okay, so. Dann wünsche ich Ihnen nochmal einen schönen Tag, ne? Danke für die Hilfe. Was? Sie wollten mich mitnehmen. Er wollte Sie mitnehmen. Okay, schönen Tag noch, Sir. Noch ach so, ich dachte. Ich dachte, Sie kommen auch mit dem Heli mit. Nee, ich muss mit meinem Hammett fahren. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und vielen Dank für die Hilfe. Tschüss. Ja, ebenfalls. Und Sie können den Typen. Hallo? Sie können den Typen ja mal wegen diesem schwarzen Bus, der neu auf der Insel eingeführt wurde, fragen. Das war. Vielleicht erinnern Sie sich noch, die wollten den abkaufen von ihm. Ah, er war das. Ah, stimmt, ich erinnere ja, mich an Sie. Stimmt, jetzt wo Sie das sagen, aha, das würde ich machen. Sie mal drauf an, John. Schönen Tag noch. Mach ich. Warten Sie auf mich. Hallo, Sir. Hallo, möchten Sie zur Garage oder möchten Sie also zur Flugzeuggarage oder zur normalen Garage? Und bringen Sie mich zur normalen Garage, bitte. Gar kein Problem.
Mir ist gerade was eingefallen. Ja, ich hab gerade, als ich sie da geheilt habe, ist mir ihr Personalausweis aufgefallen, den sie ja eigentlich gar nicht besitzen sollten, weil ich den noch hab. Deswegen hab ich mal genauer geguckt. Das ist ja eine wunderschöne Fälschung, ne? Ich habe keine Fälschung von meinem Personalausweis. Erinnern Sie sich? Da muss ich Sie enttäuschen. Sie waren hier immer unterwegs mit einem schwarzen Bus und ich wollte ihn immer. Ich wollte ihn abkaufen und da habe ich ja Ihren Personalausweis behalten. So lange, bis Sie verkaufen. Ja. Ich bin zur Gemeinde gegangen und habe mir einen neuen anfertigen lassen. Ja, der sieht echt täuschend echt aus. Der ist auch echt. Wollen Sie denn jetzt verkaufen? Nein. Wie gut, dass ich Ihren Personalausweis genommen habe. Dann müsste sich wieder einen neuen anfertigen. Nein. Der hier jetzt reicht. Also wollen Sie jetzt verkaufen oder nicht? Nein. Okay. Sie können jetzt aussteigen und gehen. Man sieht sich immer dreimal im Leben, ne? Ja. Tschüss. Ich habe Sie schon ein paar Mal öfter gesehen. Tschüss. Jo. Mann, hab ich schön geschlafen. Wie spät haben wir das denn? Oha, schon 17:45. Mann, hab ich lange geschlafen. Wie spät war denn das vorhin, als ich eingeschlafen bin? Hab ich gar nicht geguckt. Boah, das war jetzt gar nicht so lange her. Ich glaube, vor einer halben Stunde kurz, oder so. Oha, Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Na gut, dann war doch nicht so lange. Ich hab einen Einsatz gerade reingekriegt, hier ganz in der Nähe. Achso, Ihr Kollege will übrigens immer noch nicht verkaufen. Ich werde ihn noch mal drauf ansprechen. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Ja, sagen Sie ihn mal Bescheid. Können ich vielleicht einen Namen haben? Ja, hier, das ist meine Nummer. Da. Dankeschön. Wie war Ausweis zeigen? Wie geht Ausweis zeigen? So, da können Sie mich erreichen. So, ich muss jetzt aber los. Herr Bert, möchten Sie noch ein Bier oder trinken Sie nicht während der Arbeit? Ja doch, geben Sie mal ein Bier. Ich nehme auch gerne zwei, wenn Sie haben. Bitte. Nee, leider gerade nicht. Du beginnst dich komisch zu... Oh, das haut aber rein. Gute Fahrt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielleicht sieht man sich ja nachher nochmal, ne? Hoffentlich lebendig. Ich sehe nichts. Ja, okay. Das Bier war vielleicht nicht die beste. Okay, kannst du mich mal eben aufsammeln, bitte? Hey, komm. Alkohol am Steuer. Ich sehe nur alles so verschwommen. Ja. Ach, das schaffen sie schon. Ich hatte den SUV nicht nur mit erwischt. Ich hab leider nicht. Ich hätte den Absturz gerne mit klarer Sicht gesehen. Herr von hoch oben, können Sie das wiederholen, bitte? Hallo, können Sie das gleich noch mal wiederholen? Was passiert? Ja, wieder von heute. Sie sind, glaube ich, abgestürzt. Mein Heli. Da geht er einfach weg, während ich ihm ein Pflaster gebe. Naja, Also mit dem geht nichts mehr. Ich muss mein Heli löschen. Mann, Mikey, musst du da machen? Ja, ich hab da hinten.
Hoch, gehen Sie mal hin, ich bin gerade beschäftigt. Das Bier muss wieder raus. Alles klar. Okay, ich komme auf die TS. Ihr wird, dann habe ich die falsche Taste gedrückt. Warum sind hier so viele Polizisten? Keine Ahnung, ich glaube, die suchen dich. Warum suchen die mich? Nur weil ich ein Bierchen im Dienst getrunken habe. Wir haben einen guten Freund, der nicht alt geht. Der hatte mal Spaß mit solchen Alten. Was? Du hast Koks im Dienst genommen? Nur medizinisch. LKW voll. Nur medizinisches Kokain. Tja, könnte man bestimmt einrichten. Unten sie hören uns, glaube ich, leider nicht zu. Nee, das ist auch ganz. Das ist auch ganz gut so. Ja. Die haben auch nichts mitzuhören. Oh, Frau Sibraski, ich hätte noch einen Vorschlag. Wir können den Groß doch. Wäre ja furchtbar, wenn die dich festnehmen wegen dem Koks und dann auch. Ich habe auch noch ein bisschen medizinisches Heroin. Willst du was abhaben? Neues Spielzeug für Alfred. Nee. Wie gesagt, wenn, dann kriegt der Alfred. Da habe ich sowieso nicht mehr viel von. Ich alles eigen verbrauchen, alles für die Patienten. Ein bisschen scheu. Wieder, ne? Alfred soll nicht ganz kaputt machen. Eigenverbrauch. Da kann ich nicht für Nein, für die Patienten. Ach so. Ja, nee. Also wenn, dann brauche ich den schon. Hallo. Jetzt reden. Reicht ihm das, wenn er nur noch einen Arm hat, wenn er Bertrand redet hier über Kokain, so keiner dreht sich um. Jemand sagt Hallo und sie dreht sich um. Wie geil. Das sah so geil aus. Ja. Hansen war schon da im TS, ist er immer noch da? Nee, er ist nicht mehr da. Der verwirrt mich immer. Naja, Mikrofon muted. Dann fahre ich jetzt wieder, versorge die Patienten mit medizinischem Kokain und das Übliche, ne? Schönen Tag noch. Ja. Tschüss. Hey, warte, nehm ich mit. Oh, warte. War das gerade mein Bierlieferant? Hallo, sind Sie mein Bierlieferant? Ja, ich sehe es ein, tut mir leid. Oh, hallo, Sir. Heute haben mich die PAs doch sehr enttäuscht irgendwie. Bitte schön. Er ist der Chemiker mit seinem ja, danke. Meerwasser, was soll ich tun? Jetzt hab ich schon wieder eine nasse Hose. Mann, nimm mal die Leute mit dem Meerwasser. Ach, Tasche, komm. Lass. Also Herr Mike, eigentlich müsste ich mich mit dafür bestrafen. Sie haben den Nerv sich ausgebildet. Na, wenn der nicht zuhört, Frau Sibraski, dann kann er nichts dafür. Aber sie können ihr Wasser wieder haben, ich hab's grad rausgefiltert aus der Hose. Wenn die nicht mitschreiben, kann er dafür auch nichts. Ich hab sie nicht verstanden, das ist ja so laut. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Herr Meiten ein schlechter Ausbilder ist. Sie können ihr Wasser wieder haben! Bitte! Das brauche ich gar nicht wieder, dankeschön. Jetzt hab ich sie schon in die Hosentasche gesteckt. Guck mal, der tropft da raus. Mann, geben Sie das den Herrn von hoch oben. Der hat schon tagelang nicht mehr geduscht. Der braucht ein bisschen Wasser. Ja, geben Sie ihm jetzt bitte wieder. Geben Sie ihm mal. Wir sagen, dass Sie das alles dementsprechend auch mitschreiben sollen und sich merken sollen. Wenn Sie so, Fragen haben, bitte? Können Sie gerne fragen. Und wenn Sie nicht fragen, danach kann ich da auch nichts machen. Wer danach ich habe eine Nachricht. Also, ich wenn hier keiner die Eier hat, dann mache ich das jetzt. Nein. Wozu die Eier? Ich hab Eier. Nee, wenn du magst, die Tasche. Frau Sibraski, ich muss mich da leider dagegen stellen.
Wogegen? Ich mach ihn aus dem Weg. Geht doch nicht. Gegen den Beschießen von dem Herrn. Da muss ich mich im Sommer leider... Hat er geduscht? Der Kollege hier wollte, dass ich ihm das gebe. Der hat gesagt, sie hätten schon länger nicht mehr geduscht. Wir bringen die Leute in eine Arge bei, dass wir... Oh, jetzt hab ich schon wieder den... Aber ihn habe ich mit dem Wasser, was wir haben... Ich kann das nicht verantworten. Damit habe ich auch schon ihren Kollegen sauber gemacht. Ich mach alles. Ja, das ist... So, mit freundlichen Grüßen von Herrn Müller. So, jetzt hab ich ihren Kollegen in die Tasche gesteckt. Jetzt hat der eine nasse Hose. Nasse Tasche. Oh. Was machen Sie denn da? Ich glaube, der hat sich eingepinkelt. Naja, wir müssen auch weiter, ne? Schönen Abend noch, ne? Warum haben Sie eine Waffe? Hier. Warten Sie nochmal. Weil ich den Herrn da hinten. Ich will kein Fassar. Ne, ein Donut, bitteschön. Oh geil, Donut nehme ich. Danke. Ja, wollen Sie auch noch einen Kaffee haben? Ja, Kaffee nehme ich auch. Ist da ein Schuss Alkohol drin? Wo ist das Schäbelchen? Ach Gott, muss. Wissen Sie, wir dürfen keinen Alkohol trinken während des Dienstes, aber Sie können aber was dazu mischen. Ja, ich mach gleich ein bisschen Heroin da rein, ich hab was dabei. Das ist Medizin. Einmal von links unten nach links oben. Für den Eigen, für die Patienten. Herr von Oro, ja, wir müssen weiter. Ich muss los. Was ist denn das für ein Krebston? Hallo? Was ist das denn für ein Spielzeugauto? Ein Stück zurück oder gehen noch ein paar Stücke? Der hätte uns fast kontrolliert. Ja. Dich? Ich hab nichts damit am Hut. Warum fährst du hier vor den Stein? Bist du besoffen? Nee. Das Lenkrad funktioniert nicht. Warum kann ich nicht? Ah, geht doch. Ich konnte eben nicht lenken. Jetzt sind die Lenkradsperre rausgemacht. Mikey. Warte, eigentlich warte ich auf meinen Bierlieferant. Wo ist der jetzt hin? Der wollte mir 3 Bier holen. Hä? Ich kann manchmal nicht lenken. vielleicht sollte ich nicht ver... Alles klar, steig halt aus, Herr von... Hoch oben. Ja, ich weiß nicht. Ich kann nicht fahren und reden gleichzeitig. Das geht nicht. Machen wir nochmal die Fahrausbildung mit dir. Okay, machen wir nochmal. Schwerpunkt fahren und reden. So, Speicher nicht vergessen. Gehst du jetzt? Nee, ich hatte Geld auf der Hand. Ich hab hier Bier. Mensch, Mikrofon jetzt muted. Kommen sie, wo ich grad das Geld eingezahlt hab. Das ist... Ja, tut mir leid, ich musste 40 Kilometer fliegen. Der kriegt kein Bier, der ist im Dienst. Ich mach Feierabend. So, jetzt hab ich Feierabend. Ja, wunderbar, dann passt ja. Ja, dann geben Sie mal, dann geb ich Ihnen gleich das Geld. Ja. Oh, vielen Dank. Was sagten Sie nochmal? 13.000 ist es pro Bier. Pro Bier, alles klar. Das ist aber teuer. Ja, so kann man es verkaufen am Sportbierhändler oder halt am Getränkemarkt. Das ist gutes Bier, ich hatte eben schon eins zum Testen, das haut richtig rein. Möchten Sie auch eins? Ne, das ist mir zu teuer. Ich kann auch nur Sparpreis machen. Was ist denn der Sparpreis? Ein Probierpreis. So, von, bitte! Sagen wir mal... Das ist aber nur ein Bier, was wir bezahlt haben. Oh, stimmt. Stimmt so, Mikey. Der Rest geht aufs Haus. So, da ist der Rest. Dankeschön. Machen wir 5.000 oder so? Oder weniger? Nee. Was wären Sie denn bereit für ein Bier? Also 3,50 oder so. Ja, okay, das machen wir auch. Ja, okay. Ja, 50, ich kann keine 50 Cent abheben.
Der 350. 3,50 €. Wo ist denn das Schließfach hier? Ja, können Sie mir 3,50 € geben? Guten Tag. Das machen wir so. Wollt ihr mein Auto kaufen? Kann man das einlagern, in das Bier? Ey, der Autoverkaufstyp ist wieder hier. Hä? Ja, wollen Sie jetzt verkaufen? Vier. Nee, ich will noch nicht verkaufen. Mit Trinkgeld. So, warum wollen Sie nicht verkaufen? Weil ich möchte mein Auto behalten. Ja, und ich möchte das Auto haben. Dann gehen Sie zum Händler und fragen, ob er Sie das da hier kaufen kann. Ja, das kann er aber nicht. Also bauen. Den THW ausführen. Ich möchte ein Auto haben, wo man die Türen aufmachen kann. Bei uns muss man immer durchs Fenster gehen. Dann müssen Sie ein normales Auto kaufen. Ja, aber normale Autos sind doch langweilig, das fährt doch jeder. Ja, aber Sie müssen... Es gibt keinen Bus, der eine THW-Skin hat, also eine Aufkleberbedruckung hat, außer, also, wo man Türen öffnen kann. Sie müssen so einen schwarzen Bus. Ich gebe Ihnen 3 Bier. Tag. 3 Bier und Sie geben mir das Auto. Ja, hätte ich durchaus noch. Und gratis dazu kriegen Sie den Herrn von hoch oben. Ich habe nur noch eins. Nein. 1000 fürs letzte, was ich noch habe. Ansonsten muss ich wieder. Wir machen 6 Carbon. Wo soll ich denn das herkriegen? Ah, Moment, warte, wo ist der Biermann? Biermann! Hallo? Ja. Können Sie auch Carbon besorgen? Das dauert etwas. Ich brauche 6 Carbon. Theoretisch ja. Okay, Sie haben Zeit bis Samstagabend. 22:30 Uhr. Hier! Da schätze ich mal, ich weiß, worum es geht. Ich will sein Auto kaufen. Okay. Kostet dann aber auch ein bisschen was. Was kostet das denn? Wenn ich mich nicht täusche, sind die im Auktionshaus, glaube ich, 200.000. Ja, das Auktionshaus, da müssen sie doch nicht reingucken. Ja. Da sind die Preise alle Wucher. Also wird gekauft, ne? Wir machen 6 Carbon für 500.000. 6 Carbon? Obwohl, warten Sie, das ist einiges. Ich will das Auto hier nur für 100.000 kaufen. Ich will es aber nicht für 100 verkaufen. Wieso? Sind Sie auch mit 2 Carbon zufrieden? 2 Carbon. Das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Warten Sie kurz. Ich schaue mal ins Auktionshaus, womit so 2 Carbon gehandelt werden. 400 bis 500.000. Sag ich. Damit könnte man die wegkriegen. Und wenn Sie jetzt schon mal unterwegs sind, besorgen Sie mir noch mal 10 verarbeitetes Kokain. Okay, mache ich. Aber das müssen Sie mir... Edel oder normal? Bitte? Im Auktionshaus finde ich kein Carbon. Nee, aktuell nicht, aber die waren für 200 und mehr drin, wenn sie drin sind. Wir machen 3 Carbon. 2 Carbon und 5 verarbeitetes Edelkokain. Mikey, Einsatz! Wir reden später darüber. Tschüss! Ich bin... Nee, aua! Oh, das war knapp! Ich hab's
Hallo, wo müssen wir hin? Zur Lackertankstelle. Was macht der auf mein Auto? Ja, fahr. Sir, verpiss dich von meiner... Ich sende mich nur. Gehen Sie bitte von meinem Auto runter. Ich will mich doch nur sonnen. Ich hab einen Einsatz. Sie behindern hier gerade... Ich fall gar nicht auf. Wir sind nicht einfach da so fest. Okay. Ich fall gar nicht auf. Okay. Herr von Ohroben, sind Sie da? Los geht's. Ja. Ja. Jetzt hinten irgendwie. Naja, ja. So viel zum Thema festhalten ist der Tod. Nee. Okay. Tschüss. Tschüss. Straße. Ja, ich bin gerade mit den Tasten durcheinander gekommen. Wird das Bier gespeichert? Nein. Warum? Musst du jetzt trinken. Okay. Nein, nein, nicht jetzt, nein! Nummer 2! Nummer 3! Pass auf! Pass auf! Oh Gott, ich seh nichts! Ja, du musst gucken, ob ich noch auf der Straße bin. Ich seh ja, jetzt ist gut, bisschen rechts. So ist gut. Oh Gott, alles wackelt. Da steht ein Polizeiheli. Wo? Am Straßenrand, ist Gott, vorbei schon. Mir geht plötzlich so übel. Nicht kotzen jetzt, nicht kotzen. Oh Gott, ich muss gleich... rechts ran fahren. Zum Glück ist es nicht hinten. Oh Gott! Gott, hat einen ekligen Nachgeschmack. Darauf erstmal einen Kaffee. Alles gut ist, was oh Gott! Einsteigen! Mikey, komm mit! Ja, warte, mein Auto ist off, ich komm hinterher! Au. 440.000 für einen Transporter, der 110.000 Euro wert ist. Das ist doch Wucher.
Ja, ich will ihn ja eigentlich auch nur für 100.000 abkaufen, aber ich will diesen Transporter unbedingt haben. Oh, da laufen ja Leute! Ach du Scheiße! Was laufen da Leute rum, ey? Kann ich die nicht einfach selber...